Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online. Und ja, wir sind mittendrin, denn es gibt was Neues. Wir ärgern gerade ein paar Spieler gerade nebenbei. Ich wollte eigentlich eine ganz normale, stille und freundliche Folge machen. Und auf einmal ging es hier los. Die wollten alle Krieg führen. Und er ist tot. Ah, fuck. Ja, 2 gegen 1. Ihr wisst ja, wie das ist. Aber wir wollen weiter zocken. Ich wollte heute eigentlich noch ein paar Autos besorgen. Wir sind momentan 27 Spieler. Aber ich habe es mir anders überlegt. Wir werden heute ein bisschen Krieg spielen mal wieder. Und ein paar andere Spieler das Leben schwer machen. Denn die gehen alle momentan richtig dermaßen auf den Zünder. Deswegen werden wir mal ganz fix ein bisschen weiter weglaufen, werden uns natürlich Kit holen und werden wieder rumfahren, ein paar Raketen feuern. Dann werden wir uns einen Heli schnappen und so ein bisschen rumballern. Genau, so. Denn ich glaube, das macht heute mal wieder ein bisschen mehr Spaß, als wenn ich jetzt nur wieder ein Fahrzeug hole oder einfach nur mal ein bisschen Kokain oder. Deswegen werden wir... Nee, Mann, Leute, wie weit soll ich denn noch weglaufen? So. Jetzt aber. Fahrzeug. Nein, ich habe das falsche Auto genommen. Verpiss dich. Geht doch. Ist der jetzt ja echt gegenfahren? Doch, richtige Auto geholt. Richtig gut. So. Wo waren wir zuerst hin? Ich habe gerade... Was habe ich denn jetzt gerade gedrückt? Ich wollte eigentlich nur das machen. Was ist denn los mit der KI, Alter? Was ist bloß los mit der KI? Ja, die rammen mich alle mit an. So. Dann schauen wir mal, wo ist der nächste? Links. Zug oder... Ich töte dich. Genau. Ah, fuck it, man. Ich konnte auch nicht runter von ihm fahren, wisst ihr? Oh, jetzt komme ich hier nicht weg. Das ist so ein Dreckspiel. So. Naja, muss ich nicht verstehen, was das für eine Scheiße schon wieder soll. So. Fahren wir jetzt hin? Fahren wir mal in die Stadt rein. Und schauen mal,
was so alles noch kommt. Also wir werden auf jeden Fall noch ein paar jagen. Also wir sind einfach nur am falschen Ort, würde ich mal behaupten. Wir müssen aber mal mehr in die Stadt rein. Und dann schauen wir mal, was wir heute so schön machen. So. Hier, Eddie holen wir. Wir werden uns jetzt mal Eddie holen, wa? Eddie! Du wirst sterben. Eddie! Du bist ein Hoshi. So eine scheiß Fahre, Alter, die. Gut, nächster. Nächster. Kommt, 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 kommt. Aber ich glaube, wir werden uns einen Heli holen, wa? Ja, ich glaube, wir werden uns einen Heli holen. Wir bestellen uns einen Heli, kommt. Pegasus. Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Rat, wo bist du? Thank you, sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. Aber vorher werden wir uns noch mal Hoshion hier, den hier. Den. So. Blackie hat das Spiel verlassen. Oh, armer Junge. Aber wir werden weitermachen. Wir werden unaufhaltsam unseren Weg gehen. Denn das ist unsere Stadt, unser Viertel, unser Staat, sage ich jetzt mal. Wir haben hier das Sagen und wer das nicht einsieht, der muss bestraft werden. Und ich fahre schon wieder zum Krankenhaus, denn komischerweise wird er immer hier respawnt. Jedes Flugzeugteil, was ich mir bestelle, wird hier respawnt. Das ist doch zum Kotzen. Aber naja. So, weil mit dem Auto ist doch ein bisschen langwierig, alle zu töten. Deswegen machen wir es mal so. Jetzt verschwindet der Heli. Dann würde ich lachen, ey. Oh. Willi Walle hat das Spiel auch verlassen, 04. Oh, Leute, was ist los? Habt ihr alle Angst gekriegt jetzt, weil ihr wisst, dass wir hier sind? Dann fliegen wir mal. Mist. Der nächste Spindel. Gut. Aber was ist los, Alter? Das ist auch so eine Sache für sich, ne? Also die Leute stehen einfach immer die ganze Zeit rum, machen nichts. Deswegen müssen wir die Leute auch bestrafen, dass die hier spielen sollen und nicht den Leuten die Plätze auf dem Server wegnehmen sollen.
Dreierkill. Tot. Los geht's. Weiter geht's natürlich. Wir werden weitermachen. Und rum. So, die nächsten. Wer sind die nächsten? Klingen wir nach rechts. Gucken mal. Wer hier noch alles ermordet werden will, würde ich mal behaupten. Na, schauen wir mal. Da hinten in der Ecke ist noch einer. Gut. Oh, ihn hatten wir ja schon, ne? Okay. So, Digga, du kannst doch nicht sein, dass du hier einfach nur rumstehst, oder? Geht doch. Bamba-ding-dang. Tod, mein Freund. Legt euch doch nicht mit mir an. Leute, ich hab hier das Sagen, nicht ihr. Problem ist. Es gibt hier noch Schönes. Geht doch. Zwei Schläge und er ist tot. Oh, okay, mit der Axt. Oh, oh. Na, ob das trifft? Nicht rausspringen sollen, aber denn naja, ist ja nicht so schlimm. Denn wir haben ihn trotzdem gekillt und er heult jetzt rum. Es tut mir natürlich leid. Ja. So. Dann werden wir noch mal ein Buzzard holen, würde ich mal sagen. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Pegasus! Come to me. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? So. Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, sir. Da, danke. Okay, wir werden uns mal ganz schnell ein Auto nochmal holen. Ne, die ist zu langsam. Jetzt fahren die weg. Boah, du Ratte, Alter. Den habe ich nicht gesehen. Oh, ich hab vergessen. Oh nein, ich habe den echt nicht gesehen. Aber wir sind ja gleich da. So, da lang. Das Spiel ist vom Radar. Ah, okay.
Dicke, du hast keine Chance gegen den König. Haben wir so eine Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, wie das Leben hier funktioniert. Es gibt eine Sache. Und das bedeutet, ich bin hier der König, ich habe hier das Sagen und ihr seid die Verlierer. Und geschafft. Na, kommt er hoch? So. Gut. So, was machen wir? Gut. Den will ich nicht. Den will ich haben. Naja, jetzt sind wir aufgestiegen. Gut. Schauen wir uns den nächsten. Lange mit den beiden rumfuchteln habe ich keinen Bock, weil die sind zu zweit. Und das sind Pussys. Gute Aussage, ne? So. Der müsste hier sein. So gut. Okay. So. Fuck. Aber ist ja nicht so schlimm. Und jetzt heißt es wieder, oh ja, wir haben die Pegasus. Ihr Fahrzeug wurde. Mein Heli brauche ich wieder, denn ich möchte killen. Ich möchte wieder killen. Denn ich muss. Ich muss. Ich. Oh, oh. Wo laufe ich denn lang, Alter? Dum, dum, dum. Also mach mal. Zu viele. Ich will sterben. Ich will sterben, weil ich... Ja.
Also die Bullen manchmal sind so dermaßen übersteuert, Alter. Das geht ein dermaßen auf dem Sender. Würde mich ankotzen. Los geht's weiter. Ja, ich weiß, ich bin ein Arschloch. Manchmal ist es so, aber diese Folge werden wir heute mal wieder ein paar Spiele ärgern. Das hatte ich gesagt und so wird es auch gemacht. So. Was nehmen wir jetzt? Oh, guck mal. Ja, ich weiß, was ich mache. Weil das größte Assi-Ding ist, wenn du aus der Garage rauskommst und einen zerstört dir dein Auto. Aber es ist immer so ein Ding, wie lange brauchst du dafür? Und Alter! Ja, das war scheiße. So. Selbstmord begangen, aber ich habe ihn erledigt, Alter. Eine Ratte. Jetzt machen sie Jagd auf mich, weil sie genau wissen, er ist einfach zu gut für uns. Weiter geht's. Ich weiß, was wir vorhaben. Weil ich hab, wenn ich in der Ecke feststecke, ne, das ist so eklig. So, da sind wir. Jetzt kennen sie den anderen. Haben sie, ne? So, gucken wir mal. Idiot! Du bist so ein Idiot, Alter. Ah, ich hasse die Bullen, Alter! Die Bullen sind so eine Dreckdinger, ne? Sie, es, er, immer, was auch immer die Person da gerade macht. Okay. Geht mir nicht auf den Sack, ihr Wichser. Die Bullen, ne, die gehen dann so auf den dermaßen und Sender. Du hast ja gar keine Chance, irgendwas zu machen. Weil sie die ganze Zeit nur rumballern sind. Ups. Idiot. So. Ich bin gleich tot. Problem ist, wenn er jetzt kommt, bin ich komplett tot.
Ich möchte ihn eigentlich den Kill nicht geben. Idiot. Ne, so eine Leute, die nur mit einem Raketenwerfer umgehen können. Und keine Ahnung haben, wie es richtig. Jo, der hat da ist die Alte rausgesprungen oder er und dann hat er sich gekillt. Oh, so ein Idiot. Er killt nicht. Okay. Summer Lexi, 14. So Leute, aber... Der Spaß ist jetzt vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal schauen, was wir danach machen. Vielleicht werden wir ein paar Missionen wieder machen. Oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dass wir ein paar Leute gekillt haben. Ein paar Spieler geärgert haben. Und lasst einen Daumen hoch da. Abonniert, wenn ihr wollt. Und natürlich kommentiert, so wie ihr möchtet. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis dann. Und auf Wiedersehen. Ciao.